Dr. Adrian Hector von der Bundesvereinigung Trans. Ja, ich wollte einmal sagen, dass ich wirklich sehr, sehr freue, heute hier zu sein. Und ich hatte gestern einen beschissenen Tag. Geht es gar nicht darum, was da genau passiert ist, aber ihr wisst es alle, wenn man sich für Transrechte einsetzt, wenn man trans ist, dann gibt es Tage, die sind einfach absolut beschissen. Und bei mir war gestern so ein Tag und ich habe überhaupt nicht geschlafen, eigentlich, weil ich mich so geärgert habe. Und bin dann heute hierher gekommen und habe mich so gefreut, mit euch zusammen demonstrieren zu gehen, mit euch zusammen hier zu marschieren und diesen wunderschönen Tag zu verbringen. Und ich muss sagen, ich bin total entschädigt für alles, was gestern passiert ist. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich Teil dieser tollen Familie sein kann. Wie angekündigt, ich bin einer der Vorstände des Bundesverband Trans. Und ich wollte euch erzählen, was in den letzten Monaten alles so transpolitisch passiert ist, was wir an großen Themen hatten. Und da gab es wirklich viel, viel zu tun in den letzten Monaten. Wir haben vier große Themen gehabt. Am Anfang des Jahres waren wir relativ enttäuscht darüber, über die dritte Option. Wir hatten stark dafür gekämpft, dass Trans natürlich auch mit gelten darf. Und waren dann sehr, sehr enttäuscht, bis sich dann die Möglichkeit auftat, natürlich auch über 45b. Das heißt, mehrere hundert Menschen haben es auch geschafft, mit einer Bescheinigung vom Arzt über eine Variante der Geschlechtsentwicklung auf diesen Weg zu gehen. Und das war so unser erstes Highlight in diesem Jahr. Dann ging es weiter, wir hatten eine Kampagne für den Entschädigungsfonds. Und zwar, ihr wisst ja alle, bis 2011 war es Pflicht, sich zwangssterilisieren zu lassen für die Personenstandsänderung. Und da haben wir die erste Aktion gestartet, wir wollen einen Entschädigungsfonds, fordern wir für alle Menschen, die sich sterilisieren lassen mussten, dass sie entschädigt werden. Und natürlich geht es auch dabei auch um intergeschlechtliche Menschen, die auch entschädigt werden müssen für diese Zwangs-OPs, die sie durchmachen mussten. Das war so im März und dann ging es gleich weiter mit der Konversionstherapie. Da gab es eine ganz tolle Bundesratsinitiative, gestartet unter anderem von Hessen und von vielen anderen Bundesländern, um Konversionstherapien zu verbieten. Konversionstherapien, was ist das? Das heißt, meistens kennt man das aus dem schwul-lesbischen Bereich, dass gesagt wird, du bist gar nicht wirklich schwul, ich therapiere dich jetzt und dann bist du hetero. Und das gibt es natürlich auch bei Trans, das wisst ihr alle, dass man zum Therapeuten hingeht, weil man dahin gehen muss, damit die OPs bezahlt werden. Und der will einen dann mit seinem Körper auswühlen. Der will einem erzählen, du bist gar nicht trans, du musst dich nur irgendwie wieder finden, vertragen mit deinem Körper, dann wird alles gut. Und das geht natürlich auch nicht. Es muss respektiert werden, dass man trans ist und jegliche Therapien, die sowieso nicht stattfinden sollten, müssen durch ein Ergebnis offen sein und nur unterstützend. Dann gab es in den letzten Monaten ein sehr, sehr großes Hin und Her mit den Konversionstherapien. Im ersten Bundesratsentwurf stand dann drin, dass auch Trans geschützt werden soll und nicht nur Homosexuelle. Dann gab es einen Änderungsantrag dazu, dass Trans rausgestrichen wurde. Da haben wir ganz, ganz viel nochmal gewirbelt, um das zu verhindern. Und im Endeffekt kam dann auch der ursprüngliche Bundesratsantrag durch. Und dann ging es weiter. Es gab auch eine Kommission vom Gesundheitsministerium eingesetzt. Und da war das auch wieder ein großer Kampf, Trans zu platzieren, weil das irgendwie nicht vorgesehen ist. Ihr kennt das alle, Trans fällt immer ganz gleich unter den Tisch, das will irgendwie keiner so richtig anpacken. Und da haben wir auch wieder viel gearbeitet und hatten auch wieder Personen in den Kommissionen drin. Jetzt der aktuelle Stand ist, es gibt jetzt seit kurzem einen ersten Gesetzesentwurf, vorgelegt von der SPD, vom vier politischen Sprecher. Und in dem stehen auch wirklich beide drin, das heißt, es ist noch nicht durch, es muss natürlich im Gesundheitsministerium durch, aber wir sind auf einem ganz guten Weg dabei. Ich hoffe, dass das jetzt auch bald zustande kommt, das Gesetz, dass dann auch Konversionstherapien nicht nur bei Homosexuellen verboten werden, sondern auch bei transgeschlechtlichen Menschen. So, dann hatten wir das Thema gerade einigermaßen bearbeitet und wir machen das ja auch alle nur ehrenamtlich neben unseren normalen Jobs. Und dann ging es schon weiter. Dann flatterte ein Gesetzesentwurf über das Abstammungsrecht bei uns ein.
und zwar aus dem Bundesjustizministerium von Frau Barley. 60 Seiten, in denen detailliert beschrieben wird, wie Regenbogenfamilien zukünftig akzeptierter leben können. Da geht es darum, wenn ich jetzt um Leihmutterschaften, es geht darum, um Stiefkindadoption, dass es abgeschafft wird bei lesbischen Paaren, dass man einfach so dann auch ganz genauso wie heterosexuellen Paaren das Kind dann auch sofort mit angenommen ist und man nicht eine komplizierte Stiefkindadoption machen muss. Es geht aber auch um transgeschlechtliche Eltern. Es geht darum, wenn ich als Transmann schwanger werde, ein Kind gebäre, wenn ich als Transfrau ein Kind zeuge, dann möchte ich auch natürlich anerkannt sein als Mann, als gebärender Mann, als mehrender Vater oder als zeugende Mutter. Und momentan ist das so, dass es nicht möglich ist. Und zwar, es liegt an zwei verschiedenen Punkten. Das eine ist im TSG, im transsexuellen Gesetz, ist festgeschrieben, dass der alte Name in der Geburtsurkunde des Kindes erscheint. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Und das heißt einfach ganz konkret, wenn jetzt ein Transperson ein Kind zeugt, ein Kind gebärt, wird diese Person keine Geburtsurkunde bekommen, aus der hervorgeht, dass sie wirklich oder er der Vater oder Mutter des leiblichen Kindes ist. Und das geht einfach überhaupt nicht. Und es ist für mich auch überhaupt nicht erklärbar, warum man das immer noch nicht behoben hat. Weil man damit wirklich, also es gibt nichts zu diskutieren dabei, es ist vollkommen klar, wenn ich leiblicher Vater, leibliche Mutter, leibliches Elternteil bin, dann bräuchte ich auch eine Geburtsurkunde. Wenn ich diese Geburtsurkunde nicht habe für mein Kind, ich kann das zum Beispiel nicht im Kindergarten anmelden, ohne nachzuweisen, dass es mein Kind ist. Ich kann mit meinem Kleinkind nicht ins Ausland reisen, ohne nachzuweisen, dass es mein eigenes Kind ist. Das heißt, man müsste immer das transsexuellen Gesetz, das Urteil davon mitbringen, um nachweisen zu können, dass man früher diesen anderen Namen gehabt hat. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, was mir besonders auch am Herzen liegt, was ich fürs nächste Jahr nochmal ganz stark angehen möchte, dass es endlich geändert wird. Und zuletzt, als wir endlich dann dieses Thema bearbeitet hatten und Stellungnahme geschrieben hatten, dann kam schon der nächste Entwurf. Dann ging es wieder an das transsexuellen Gesetz, dann kam ein Schreiben, auch wieder aus dem Bundesjustizministerium, wir hatten 48 Stunden Zeit für eine Stellungnahme, ging an alle Verbände, zu diesem neuen, wirklich grottigen Gesetzesentwurf, wo teilweise Dinge dran stehen, wie, dass mein Ehepartner vor Gericht befragt werden soll, ob ich jetzt meinen Personenstand ändern darf oder nicht. Und da haben wir und ganz, ganz viele andere Verbände, nicht nur Trans und Inter und andere queere Verbände, sondern auch andere Juristinnen, Psychotherapeutenverbände ganz schnell reagiert. Wir haben innerhalb von 48 Stunden an die 30 Stellungnahmen auf die Beine gestellt. Und im Endeffekt ist das jetzt erstmal wieder in der Schublade verschwunden. Das heißt, es konnte abgewehrt werden. Wir wissen aber nicht, wie es jetzt weitergeht. Das heißt, die nächste Bundestagssaison geht jetzt bald los. Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und wir haben die Sorge, dass wieder ein Gesetzentwurf aus der Schublade gezogen wird, dass es wieder weitergeht. Und deswegen, und dazu möchte ich euch gerne auffordern, haben wir eine Kampagne gestartet. Die Kampagne heißt Sagt es laut. Und wir möchten euch bitten, möglichst viele von euch, dass ihr ein kurzes Selfie-Video aufnehmt mit eurem Handy zum Beispiel und einfach kurz sagt, was euch am TSG stinkt, was ihr geändert haben wollt, was euch passiert ist in dem Verfahren. Das könnt ihr dann an uns schicken, könnt ihr auf der Facebook-Seite bei uns gucken, was ihr genau machen müsst. Und dann würden wir die Videos zusammenschneiden und veröffentlichen. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir weiter dranbleiben und dass wir auch in vielen Menschen zeigen, dass es nicht geht, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir viele sind, dass wir auch Verbündete haben. Das können auch Cis-Personen natürlich gerne mitmachen und sagen, was sie daran schlimm finden, um wirklich einfach Flagge zu zeigen und dagegen zu halten. Das sind die Sachen, die jetzt in den letzten Monaten bei uns passiert sind. Und um die nächste Saison vorzubereiten, wird unter anderem vom BVD veranstaltet, auch zusammen mit dem Waldschlösschen Ende September, findet das Transaktivwochenende statt mit dem Schwerpunkt auf Bundespolitik. Und ich hoffe, dass viele von euch da kommen werden. Und wenn nicht, kann gucken, ob noch ein Platz frei ist. Würde mich sehr freuen. Und da werden wir auch weiter besprechen, wie das jetzt gemeinsam mit der Community, wie wir die nächsten Monate angehen.
Vielen, vielen Dank für diesen Überblick. Das war ja wirklich eine ganze Menge, was da in den letzten Monaten politisch passiert ist.